Mali und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Abenteuer Flussangeln. So sieht es aus. Ich werde jetzt mal ein paar Ausflüge an meinem wunderbaren, schönen Fluss machen, der bei mir hier in der Nähe liegt. Viele Erfahrungen konnte ich jetzt zwar noch nicht sammeln. Ich war schon öfters mal los, nachts auf Zander. Das hat eigentlich gut geklappt, aber so tagsüber war ich wirklich noch ja, sehr, sehr, sehr selten am Fluss und ich möchte den einfach mal gemeinsam mit euch zusammen erkunden. Ein paar Stellen habe ich mir schon rausgesucht, die ich gerne mal ein bisschen anfahren möchte und auch ein bisschen probieren möchte. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen geangelt. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da war ich an einer Stelle los, wo ich einfach mal ein bisschen antesten wollte. Habe natürlich auch die GoPro-Kamera dabei gehabt und habe eine richtig schöne Barschparty gehabt. Diese ganzen Szenen werde ich euch natürlich jetzt einblenden. Geangelt habe ich erst mit einer ganz normalen Jig-Route, habe ein, zwei Barsche dann bekommen, bin dann losgesprintet zu meinem Auto, habe mir meine kleine feine Route geholt, mir da dran ein Dropshot-System gebunden und ich muss euch sagen, dann ging es ab. Folgende Szenen werdet ihr jetzt sehen. Los geht's. Herrlich. Ah, wie die sich den... Uppala. Na, gib ihn wieder her. Sehr schön. 4 Inch. Einfach mal so wegsnacken, diese Größe. Und da haben wir den nächsten Barsch auf Dropshot. Schöner Flussbarsch auf Dropshot. Nächster Barsch. Sehr schön. Brrr, schönes Gezitter. Herrlich. Richtig schöner Barsch. Gefällt mir doch. Und der nächste. Oh, ausgestiegen. Und der nächste wollte ich schon sagen. Das war gar kein so schlechter. Der hat sich gut verkauft, ey. Nochmal probieren. Und der nächste. Dranbleiben, nicht aussteigen. Der nächste schöne Flussbarsch. Cool. Der nächste schöne Barsch. Das macht Spaß, aber eigentlich bin ich ja für Zander und Hecht hier. Aber wenn man einmal die Barsche am Wickel hat, dann macht das richtig schön Spaß. Und wieder ein schöner Flussbarsch. Richtig cool. Schöne Größe ist hier vorhanden, aber ich denke mal, es geht noch größer. Oh, jo. Oh. Das wird ein guter Barsch sein. Das wird ein guter Barsch sein. Der fühlt sich gar nicht so verkehrt an. Oh ja. Das ist ein schöner Barsch. Opa. Boah. Den kann man doch schon mal in die Kamera halten. Richtig schöner, großer Barsch. Naja, ich würde mal für mich sagen, großer Flussbarsch, richtig cool. Hoffen wir mal, dass wir noch so einen fangen können. Ein paar kleine sind es ja schon gewesen und den kann man doch schon mal vorzeigen. Richtig, richtig cool. Wagen, das sind so ein paar Gänse. Aber ich würde erstmal den Barsch hier bevorzugen. Und läuft ja hier, ey. Wahnsinn. Obwohl ich eigentlich für Zander und Hecht hier bin, aber Barsch nehme ich auch. Vor allem so schöne Größen. Richtig cool. Und da zappelt es wieder. Ausgestiegen. Der hängt. Der hängt.
und auch wieder eine schöne Größe. Und wieder ein richtig schöner Flussbarsch, also Wahnsinn, auf die Dropshot-Montage. Ich habe, glaube ich, gerade die Barsche am Wickel. Richtig, richtig cool, ey. Wahnsinn. Der nächste. Hui. Der hat sich einmal angekündigt und dann war einfach gar nichts mehr zu spüren. Und dann eben gerade, als ich angehauen habe, war er dran. Sehr cool. Herrlich. Richtig dick gefressen sind die Barsche hier schon. Richtig cool. Das hat ja richtig, richtig gut geklappt an der Stelle. Wir konnten richtig schöne Herbstbarsche fangen. Richtig cool. Und heute bin ich wieder los. Hab alles an Equipment dabei. Kescher ist dabei. Meine feine Route ist wieder dabei mit dem Dropshot-System. Meine Jig-Route ist dabei. Hab mir eine neue Stelle ausgesucht. Und mein Ziel ist es, in diesem Video einen schönen Hecht oder auch einen Zander eventuell tagsüber fangen zu können, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden, eventuell auch in der Dämmerungsphase. Wir werden einfach mal gucken, ob das klappt. Ihr begleitet mich einfach dabei. Ich werde verschiedene Strecken machen. Ich werde gerade Strecken machen, Buhnstrecken machen. Mal gucken. Einfach alles das, was Fisch bringt. Und begleitet mich einfach dabei. Ich hoffe, es kommt was Schönes dabei rum. Ein paar Barsche konnten wir ja schon richtig schön fangen. Schöne Herbstkirschen. Mal gucken, ob es so weitergeht. Ich würde mal sagen, los geht's. Fisch. Wieder ein, denke ich mal, Barsch. Das gibt es doch nicht. Wo sind denn die anderen Räuber? Jo, ein Barsch. Ein Barsch. Die Barsche verfolgen mich am Fluss. Ich möchte große Hechte und Zander fangen, aber die Barsche, die bevorzugen lieber meinen 10 cm Köder. Wahnsinn. Cool. Also Barsch klappt auf jeden Fall schon wieder. Mal gucken, ob wir trotzdem doch noch mal irgendwie einen Hecht oder einen Zander hier erwischen können. Schade, Feierabend für heute. Bei einem Barsch ist es geblieben. 3,5 Stunden war ich jetzt unterwegs, habe die schönen Morgenstunden mitgenommen. Jetzt ist meine Zeit leider abgelaufen. Wieder kein Zander, wieder kein Hecht tagsüber gefangen. Komisch. Naja, ich würde mal sagen, schnelle Blende und wir sehen uns an einem anderen Tag. Und da sind wir wieder zurück. Neuer Tag, neues Glück. Wieder am schönen Fluss. Hoffen wir mal, dass wir heute einen schönen Hecht oder einen Zander überlisten können. Wenn es das nicht wird, ist es völlig egal. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen schönen Barsch bekommen. Wenn ja, wäre das richtig, richtig cool. Ich habe auf jeden Fall wieder alles mit dabei. Ich habe meine Hecht-Zander-Kombo dabei. Ich habe meine kleine Dropshot-Route dabei. Und wenn wir irgendwo Barsche finden, dann wird die auf jeden Fall wieder ausgeworfen. Drückt mir mal die Daumen, dass es heute nochmal mit einem schönen Fisch klappen wird. Ich bin guter Dinge. Das Wetter hat sich natürlich drastisch geändert. Temperaturen sind in den Keller gefallen. Der Fluss ist ein bisschen angestiegen. Ist es nicht mehr so klar, ist es braun. Aber eigentlich ist das gut für einen Zander. Der Himmel spielt auch mit. Schön dunkel. Schauen wir mal, ob es klappen wird. Ich werde jetzt erstmal gleich mit einem Feiertage-Dekor anfangen, weil es ist noch ein bisschen dunkel. Und drück mal die Daumen, dass es noch klappen wird. Ich würde mal sagen, ich gehe ans Wasser und wenn irgendwas passiert, die Kamera ist auch mit am Start. Also, los geht's! Alles ist vorbereitet, Route ist fertig montiert. Hier dran habe ich einen schönen Feiertiger-Dekor. Wasser ist ein bisschen gestiegen als zum letzten Mal, als ich unterwegs war. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Wir schauen einfach mal, ob das heute klappt. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich mache mal den ersten Wurf. Vielleicht müssen wir ein bisschen schwerer gehen, aber das sollte doch eigentlich klappen. Vielleicht muss ich auf 15 Gramm wechseln bei der Strömung. Aber wir machen jetzt erstmal die ersten Würfe. Ein bisschen eingrufen. Los geht's. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta.
So, meine Freunde, ich glaube, ich werde jetzt noch mal ein bisschen die Angeltechnik wechseln. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit verschiedenen Ködern schon gefischt und gejiggt. Und ich habe mir extra noch mal eine Dropshot-Rute mitgenommen. Die werde ich jetzt auch nehmen. Die ist schon fertig montiert. Und ich möchte es jetzt gerne mal noch ein bisschen probieren, mit einem Dropshot zu fischen. Das hat beim letzten Mal an dieser Stelle hier eigentlich, oder beim vorletzten Mal an dieser Stelle eigentlich sehr gut funktioniert. Auf Jiggen ging jetzt gar nichts. Ich hatte auch verschiedene Köder schon dran, von 10 cm bis 15 cm, von auffällig bis sehr natürlich. Ich habe jetzt zum Schluss hier so ein schön silbernes Dekor gefischt mit so einem orangenen Bauch, aber selbst da hatten sie jetzt gerade keinen Bock drauf. Mann, das ist ganz schön schwer heute. Also, ob es jetzt an den Temperaturen oder dem Wetterumschwung liegt, ich weiß es einfach nicht. Normalerweise habe ich so auf das Jiggen die letzten Male auch immer noch einen Barsch bekommen. Schön mit den 10 cm Ködern. Das hat aber diesmal nicht funktioniert. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen die Stelle hier mit Dropshot ausfischen. Ich bin mal gespannt. Eigentlich sollte das auch gut funktionieren. Aber es ist überhaupt kein leichtes Angeln momentan. Und es ist auch für mich sehr, sehr, sehr schwer, hier tagsüber am Fluss einen Hecht oder einen schönen Zander zu bekommen. Klar, man könnte jetzt wieder ein paar Ausreden sich parat legen. Der Luftdruck ist gefallen, die Temperaturen sind gefallen. Aber es ist im Fluss. Normalerweise müssen die Räuber am Fluss aktiv sein, weil sie ja immer in Bewegung sind. Das heißt, sie müssen auch fressen. Schwierig. Also ich habe den Code für Hecht und Zander tagsüber jetzt noch nicht geknackt. Ich mache jetzt erstmal noch mal ein paar Würfe mit dem Dropshot-System hier. Vielleicht können wir jetzt noch einen schönen Barsch überlisten. Ich hoffe mal, vielleicht knallt da auch ein schöner Zander oder ein kleiner Hecht drauf. Das wäre super. Ich mache die Würfe und dann, ja, wenn nichts mehr kommt, dann kommt nichts mehr. Ja, drückt einfach mal die Daumen, dass gleich was reinknallt. Das war's, meine Freunde. Es ist vorbei. Meine Angelzeit ist leider, leider, leider schon wieder vorbei. 4 Stunden war ich an dem heutigen Tag wieder unterwegs, ohne einen einzigen Biss. Das ist manchmal so, das gehört einfach mit dazu. Ich lerne noch ganz, ganz viel von diesem Fluss. Mit jedem Ausflug gewinne ich neue Erkenntnisse und das gehört auf jeden Fall mit zum Angeln dazu. Man muss rausgehen, man muss seine Gewässer kennenlernen und mit jedem Mal wird man besser und irgendwann knallt es dann richtig und es ist immer noch Angeln und nicht Fische fangen. Klar, man geht mit den Gedanken ans Gewässer, um Fische zu fangen, das ist ganz richtig, aber es gehört einfach mit dazu, auch viele Schneidertage zu haben und naja, was soll ich sagen, heute war es mal wieder soweit, aber das Video kommt trotzdem. Wir konnten ja richtig schöne, viele Barsche fangen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde diesen Fluss weiter beangeln tagsüber. In der Hoffnung, dass wir hier einen schönen Hecht bzw. einen schönen Zander tagsüber noch fangen können. Es wird natürlich jetzt immer schwieriger. Der Winter kommt immer näher. Und ob es mir dann noch gelingt, tagsüber wirklich einen Zander hier rauszubekommen. Klar, jetzt das Wasser ist schön trüb, also immer noch möglich. Aber ja, umso kälter es wird, umso klarer wird das Wasser. Da muss man dann wieder sehr, sehr, sehr früh los oder in der Nacht los. Und ich weiß, in der Nacht läuft es, aber in der Nacht einen Film zu machen, ist immer, immer schlecht. Egal, das soll heute nicht das Thema sein. Thema war, Fische tagsüber zu fangen. Hechte und Zander ist mir nicht gelungen, dafür tolle Barsche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Haut was in die Kommentare und ich würde mal sagen, wir sehen uns definitiv an einem anderen Tag mit einem neuen Video-Thema wieder. Und bis dahin würde ich mal sagen, wünsche ich euch alles, alles Gute. Aber für heute bin ich raus. Macht's gut. Ciao.